Yo, Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Und willkommen zum letzten Tag der Hashtag 7 Tage Fotoherbst 20 Challenge. Thema heute ist, ich muss wieder nachgucken. Also ich weiß es ungefähr, aber ich sag's immer gerne ganz genau, wie es im Regelwerk steht vom Johannes. Und zwar lautet das Thema, ja, Fingerabdruck, kannst du bitte? Oder, ach, Mann, der hat heute wieder gar keinen Bock. So, Thema. Ist Street Photography. Ja, heute habe ich tatsächlich schon Plan, was ich gerne fotografieren würde. Da muss ich nachher wieder ein bisschen wahrscheinlich rumfahren. Vielleicht finde ich auch was in der näheren Umgebung, dass ich nicht fahren müsste. Naja, mal gucken. Ja, ich war heute Morgen schon arbeiten, habe da jetzt aber nicht aufgenommen, weil ich war nicht wirklich lang unterwegs. Also ich bin kurz hingefahren, habe das Gerät gereinigt und bin dann wieder zurück, weil es war wieder Ladeproblem. Ja, kurz Buchse sauber gemacht und dann ging es auch schon wieder. Genau, dann war ich eigentlich innerhalb von 1,5 Stunden wieder daheim. Ja, dachte ich mir, nee, komm, mache ich den Vlog oder starte ich den, wenn ich zu Hause bin. Heute auch mal ohne Mütze. Ach, man sieht, ich war auch schon etwas länger nicht mehr beim Friseur, beziehungsweise habe mir schon länger keine Glatzerinski mehr geschnitten. So, ich präsentiere euch jetzt einfach mal. Oh Gott, okay, nee, das sieht furchtbar aus, das mache ich jetzt lieber doch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, also hinten sind sie auf jeden Fall relativ lang. Vorne wachsen sie irgendwie gerade nicht so, aber liegt vielleicht auch daran, weil sie immer weiter ausfallen. Ist halt so, ne? Deswegen habe ich mir immer eine Glatze geschnitten. Aber ich hatte absolut gar keinen. Ich werde jetzt oder habe jetzt gerade geschnitten. Das Video rendert aktuell. Ich muss jetzt gleich noch das Thumbnail fertig machen. Und dann werde ich. Ich glaube, dann gehe ich auf Motivsuche, ja. Ich bleibe dann einfach in meinen Arbeitsklamotten, weil ich meine, ach, die Jacken habe ich sowieso auch privat an. Also von daher egal. Genau. Und dann gucken wir mal, was ich so zum Thema Street Photography hinbekomme. So, ich kann euch ja mal so ein bisschen von meinem Plan erzählen. Hallo, machst du mal heller und scharf vielleicht? Wie wär's? So, wollen wir mal kurz stehen. Ja, jetzt passt. Gut. Ja, mein Plan war eigentlich, so ein bisschen eine Art Graffiti zu finden und das zu fotografieren, weil ich finde, ja, so ein Street Graffiti passt zu Street Photography. Dann habe ich jetzt gerade überlegt, ich habe gemerkt, also es wird sehr weit ausgelegt, die Themen, also was man tatsächlich machen kann, darf. Von daher könnte ich jetzt auch einfach so eine Baustelle fotografieren, also wenn es eine Straßenbaustelle wäre und sagen, ja, ist ja auch Streetfotografie, ne? Weil es hat mit Straßenbau zu tun. Gesetzt den Fall, ich finde natürlich kein Graffiti, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich doch ein bisschen ja, Straßenschilder fotografiere, Baustellenschilder. Das ist ein bisschen so. Damit wir es auch komplett drauf haben. Ja, und ich dachte, ich dokumentiere mal die Fotografie. Man wird wahrscheinlich nichts erkannt haben, aber ist auch völlig egal. Ja, ich denke mir halt, da bei uns aktuell im Dorf so viele Baustellen sind, ja, ist halt Streetfotografie bei mir ein bisschen anders ausgelegt. Ja, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch den Ort und gucke natürlich, ob ich trotzdem noch irgendwas finde. Ansonsten wird es halt eins der Baustellenmotive. Ihr habt jetzt nur einmal gesehen, wie ich halt eins fotografiert habe. Ich habe aber schon auf dem Weg dahin schon ein bisschen was fotografiert. Ja, genau. Weil ich wüsste jetzt gerade auch tatsächlich nicht, wo ich noch was finden würde. Aber eine Sache fällt mir ein. Aber ich glaube, das ist mittlerweile wieder verschwunden. Ja. Ja, nee, ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht mehr. Wäre ganz witzig, weil es wieder eine Anekdote aus der Jugend wäre, aber oh, ich habe auch keinen Bock, so weit zu laufen eigentlich. Gut, hier haben wir jetzt ein bisschen Graffiti. Man das irgendwie gut in Szene setzen kann. Müsste eigentlich funktionieren. Ich dachte jetzt gerade, ich kann während der Videoaufnahme ein Foto machen, aber sobald ich auf den Auslöser drücke, bricht er die Aufnahme ab. Ja, ja, ich guck mal jetzt. Machen wir hier ein paar Fotos. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht, werde aber noch ein Stückchen weiterlaufen, mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Und werde mich dann wahrscheinlich beim Schnitt dieses Videos entscheiden, welches Motiv ich nehme. Deswegen zeige ich es euch jetzt noch nicht, sondern erst, wenn ich sicher weiß, dass ich fertig bin mit Fotografieren und wieder zurücklaufe. Genau, dann mache ich wieder diesen hier. Na, kennt ihr ja aus den anderen Videos. Juhu! Hier ist übrigens Turnhalle. Da hatten wir auch ab und zu mal Sport früher in der Schule.
Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal hier langlauf, kann ich auch mal ein bisschen wieder in meiner Vergangenheit rumstöbern. Ja, ich weiß noch, dass wir, wenn wir dann, also weil wir hatten da oben, also hinter dem Haus ganz da oben, also ihr habt ja die Tür gesehen, ne? Das ist halt da oben auf dem Berg. Und ja, da mussten wir halt hier runterlaufen zur Grundschule und dann in die Sporthalle hier. Und ja, dann haben wir uns immer hier noch gesammelt und ja, nicht so coole Dinge getan. Ich werde es jetzt nicht erwähnen. Der ein oder andere kann sich vielleicht denken, was wir hier gemacht haben. Ja, und dann standen wir halt da immer noch kurz und haben das erledigt und sind dann in den Sportunterricht. Dämlich, aber es ist halt so. Nee. Jetzt bin ich halt hier kurz lang gelaufen, weil ich gucken wollte, vielleicht gibt es hier noch ein Motiv. Und dann ist es mir wieder in den Sinn gekommen und ich dachte so, ach, kann ich ja mal in dem Vlog erzählen, warum nicht, wenn ich schon unterwegs bin. Ne? Genau. Aber die haben auch ziemlich viel neu gemacht, muss ich sagen. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass die Tür mit Streben zu war. War sie tatsächlich früher nicht, da konnten wir halt dann durch. Gut, ansonsten wären wir halt nochmal außen rumgelaufen. Wäre, glaube ich, auch egal gewesen. Hauptsache die Sachen erledigt. So, davon haben wir doch noch ein Motiv. Das sind zwar alles nicht die schönsten Graffitis, aber man nimmt, was man kriegt. Ne? Ich könnte auch die geilen Malereien hier auf dem Schulhof nehmen. Ja, die gab es früher auch nicht. Also ich war jetzt hier nicht auf der Grundschule, aber ja, wie gesagt, wir hatten ja da hinten immer so ein bisschen Sport. Und ja, das gab es damals tatsächlich nicht. Gut, hier haben wir auch noch ein paar Kritzeleien, aber die muss ich jetzt nicht fotografieren. Die sind ja noch schlimmer als das andere. Gut. So, ich mache mich jetzt aber auch schon wieder auf dem Rückweg. Das bedeutet, ja, ich habe so Motive ein bisschen gesucht. Arbeite jetzt mit dem, was ich habe. Ja, werde mich dann, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gleich mache oder morgen, ans Bearbeiten des Bildes machen. Ihr werdet es dann hier wieder eingeblendet sehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wofür ich mich final entschieden habe. Aber es ist bestimmt gut. Ich bin mir sicher. Alles klar, dann sehen wir uns später nochmal. So, dass mich jetzt doch so brennend interessiert, wie das Bild aussieht, was ich mir dann schlussendlich aussuchen werde. Ja, bin ich jetzt nochmal kurz in den Bus gegangen und werde das Bild bearbeiten. Schneiden werde ich nicht, das werde ich wahrscheinlich tatsächlich erst morgen machen, aber auf jeden Fall mal das schöne Bild bearbeiten. Da ich jetzt fertig bin mit der Bildbearbeitung, habe ich mir gedacht, ach, ich fange doch schon mal ein bisschen an zu schneiden. Ja, genau, bin jetzt so mit bei den letzten Schnitten. Habe dann aber gemerkt, das Outro war irgendwie nicht Foto-Herbst-Challenge würdig. Ja, deswegen habe ich es jetzt oder nehme es jetzt nochmal neu auf. Genau, ich wollte mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei allen bedanken, die jetzt auch neu durch diese Challenge dazugekommen sind. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere auch da bleibt und meine weiteren Vlogs verfolgt. Dann möchte ich mich natürlich bei Johannes bedanken für die Aufforderung zum Mitmachen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht von Anfang an. Da, also jetzt nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte oder so, sondern weil ich ein bisschen Schiss hatte vom Fotografieren, da ich mich damit noch also nicht wirklich beschäftigt habe immer. Ich habe es immer so ein bisschen beiseite geschoben, auch im Studium und so hatten wir auch das Thema Fotografie. Und ich habe es halt immer so, naja, nach hinten geschoben. Ja. Aber ich dachte mir, ja, doch, sind doch auf jeden Fall ein paar schicke Fotos dabei. Auch klar von den anderen, sehr, sehr geile Sachen, ne? Jeder hat halt so seinen eigenen Style, würde ich mal sagen. Genau, und deswegen vielen Dank, Johannes, fürs Auffordern zum Mitmachen, dass du mich mehr oder minder gezwungen hast. Nein, also gezwungen hast du mich ja nicht, aber die Aufforderung hat an meinem Ego gekratzt. Nein, das kann ich auch so nicht sagen, es klingt doof. Nein, also durch deine Aufforderung dachte ich mir halt, nee, gut, ich mach mit. Ja, einfach mal probieren. Geht über Studieren, man kennt's. Genau. Und natürlich auch cool, dass so viele andere mitgemacht haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es eine weitere Foto-Challenge gibt. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Das war's mit dem letzten Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie immer, positive Wertung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Fua. Alles Alex ist immer noch da. Immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde, ganz einfach. Kusche links klicke oder kusche auch hier rechts klicke. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind. Gell? Also, gell?